Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Heute muss unbedingt ein kleines Video über Videospiele her, weil heute, Mann, ne, Mittagspause jetzt gerade, habe ich noch Zeit gefunden, ein Video zu machen. Und zwar heute einmal neu rausgekommen, Ghostwire. Alter, habe ich mir beim Müllermarkt gekauft, 64 Euro, glaube ich, musste ich haben. Ich weiß zwar nicht viel über das Spiel, aber das ist, glaube ich, das, was ich so gerade herausgefunden habe und gesehen habe. Alter, bestimmt geiler Scheiß, Mann. Und Unreal Engine 5 basiert. Das ist schon immer, also ein Game, das wirklich schlecht ist mit der Unreal Engine, das, glaube ich, gibt's gar nicht, oder? Dazu gerne mal Feedback, wer sich da ein bisschen auskennt. Mir fällt keins ein. Das ist eigentlich immer sehr vielversprechend. Ne? Bethesda, ey, bin gespannt. Dann noch hier. Tiny Tina's Wonderlands, auch heute rausgekommen. Und das wusste ich gar nicht, dass das heute rauskommt. Vielen Dank an 2K dafür, weil die haben mir das geschenkt. Und das ist halt mega geil, wenn du so eine Connection jetzt zu 2K hast. Ne? Ihr wisst ja, 2K, ihr Baller da draußen, 2K, NBA 2K, jedes Jahr ein neues NBA. Da bin ich mit denen connected und ich frage einfach immer nur höflich nach. Ne? Fragen kostet ja meistens nichts. Und dann frage ich, hey, ich habe gesehen, ihr kriegt ein neues Spiel raus. Könnt ihr vielleicht eins abtreten? Ich mache ein bisschen Werbung, wie in dem Fall hier. Und ja, Mann, eins bekommen, mega. Vor ein, zwei Wochen auch angefragt wegen dem neuen Wrestling, auch bekommen, mega, Alter, ne? Wenn du sowas noch geschenkt bekommst, das ist das Leben eines Influencers. Das ist schon nice, ne? Vor allem, ich liebe halt wirklich Videospiele. Die Zeit dafür, diese ganzen Spiele hier zu spielen, Alter, ne? Ey, keine Chance, Alter, ich komme nicht hinterher, vor allem das, wie lange habe ich das jetzt schon? Jetzt geht das Licht hier lang so aus, schade. Das habe ich auch schon Monate zu Hause, vom Winter noch. Nur nicht einmal ausgepackt. Verstehst du? Also, hey. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Empfehlung an euch, das ist ziemlich cool. Gibt es für 17 Euro bei Amazon. Unten Videobeschreibung verlinkt. Hier Avengers auch. 17 Euro. Mega geil. Alles mega geile Games. Also ich habe wirklich wenig. Das spielt meine Tochter zum Beispiel. Ist jetzt nicht meins. Ich habe hier so viele geile Spiele einfach und die Zeit ist einfach nicht vorhanden, was sehr schade ist, weil ich halt doch immer wieder am Abend heimkomme, beschäftige meine Kleine, bespiele mir noch ein bisschen, geht sie ins Bett, dann mache ich meine Videos und auf einmal ist es 12. Und dann fange ich um 12 an zu zocken, meistens auch auf Twitch, ne? Mr. Mike Production, da könnt ihr mich auschecken. Ja, und dann hast du ein, zwei Stunden, dann ist es 2 Uhr in der Nacht, dann gehst du ins Bett, bist am nächsten Tag müde. Ne? Das ist so mein Ablauf. Aber genug davon, es geht um Videospiele. Alter, ich liebe einfach Videospiele und was ich zurzeit echt suchte von den meisten Spielen, ist gerade, wo ich hängen geblieben bin, muss man so sagen. Wo ist es denn? Wo ist es jetzt hingetan? War doch gerade hier noch. Hier gibt es ja, oder? Horizon Forbidden West, Alter, mega geil. Ich habe den ersten Teil schon gesuchtet und ich bin jetzt nicht so geflasht, dass der Unterschied so krass ist vom ersten zum zweiten. Ne? Grafisch natürlich verbessert und alles mögliche, aber ich finde einfach diese Langzeitmotivation da, wie du dich aufleveln musst, das ist einfach der Shit für mich. Ne? Das bockt mich voll. Ne? Du willst dich upgraden, neue Waffen, neue Rüstung, neue Fähigkeiten. Das ist so geil gemacht bei dem Spiel, deshalb liebe ich dieses Spiel. Und das Kampfsystem ist mega. Ich spiele auf ganz schwer, auch noch so herausforderungsmäßig. Ne? Du gehst nicht so. Ich kann Spiele nicht auf easy zocken oder normal. Ne? Ich brauche wirklich die Competition, die Herausforderung. Dann dauert es natürlich auch länger, aber das ist für mich so einfach ein Erfolgserlebnis und ein bisschen ein Belohnungssystem, wo ich mir denke, ja, Mann, jetzt habe ich diesen Gegner hier, diesen Endboss auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad abgezockt. Ja, Mann, ich hab's drauf. Ne, das brauche ich so. Bei manchen Spielen ist es geil, bei Dying Light auch, mache ich es auch auf ganz schwer. Manche Spiele sind natürlich auch zu schwer wieder. Ihr wisst es ja, gibt es auch wieder so Sachen. Und ja, Mann, wie gesagt, unten Videobeschreibung verlinkt, beide Spiele hier. Von dem weiß ich auch nicht viel. Es ist ein Borderlands-Style, wer kennt das, ne? 30 GB, auch nicht viel. Das andere ist auch meine Festplatte. Mittlerweile sehr voll, obwohl ich eine 1 TB Festplatte extra habe. SSD in der PlayStation 5. Ist hier irgendwo verlinkt. Eine sehr gute Festplatte, die funktioniert einwandfrei. Mega geil, kann ich nur empfehlen. Eine 2 TB müsste ich mir eigentlich auch langsam mal holen, weil der Speicherplatz ist wirklich jetzt am Ende. Ich musste schon wieder Spiele löschen. Aber 2 TB kosten halt auch 350 Euro um den Dreh rum, ne? Eine SSD. Na, 450 Euro? Schweineteuer, ich glaube 450 Euro für 2 TB SSD, die mit der PlayStation 5 kompatibel ist. Da geht ja nicht jeder rein, da geht ja keine billige rein, verstehst du? Ja, Mann.
So, ansonsten, was habe ich hier noch so? Habe ich alles schon Videos zu gemacht. Ja, mal ansonsten einfach Twitch auschecken, aber ich bin halt wirklich immer erst spät am Abend auf Twitch am Zocken. Ich liebe es, in der Nacht zu zocken, jetzt beim schönsten Wetter. Ich bin der letzte Mensch der Welt, der bei schönem Wetter drinnen in der Bude sitzt und zockt. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, da muss ich draußen sein. Da bekomme ich auch nicht dieses Zockerfeeling. Mein Zockerfeeling geht erst am Abend los, wenn es dunkel ist, wenn alle schon schlafen. Das ist so geil, ne? Es ist so geil und dich dann halt so richtig schön gechillt in so eine Welt reinflashen, wenn dich das Spiel so richtig schön gecatcht und abgeholt hat. Das ist so geil, Mann, weißt du? Das ist so wirklich pure Entspannung und das habe ich halt bei dem Spiel hier jetzt gerade, ne? Bei Dying Light ist bei mir voll, Alter. Scheißt dir teilweise voll in die Hose. Das habe ich schon gemerkt, das darf ich vom Schlafen gehen. Nicht zocken, da bin ich ein bisschen aufgedreht. Da zocke ich lieber ruhigere Spiele, wie sowas zum Beispiel. Ja, Mann, das ist auch mega geil. Das Kampfsystem muss man erstmal reinkommen, aber The Rock und wie die Charaktere gemacht sind, ey. 2K, nochmal jetzt ein bisschen auf die Baller einzugehen. Wer halt 2K nur von NBA 2K kennt, das ist wirklich ein bisschen schade und traurig. Erweitert euren Horizont, was 2K noch alles auf den Markt hat oder gebracht hat von damals noch. Ne, Mafia, Darkness, Bioshock. Ey, so mega geile Spiele. 2K hat wirklich mehr drauf als nur Basketball. Und da muss ich nur sagen, weil ja, es gibt aber auch nur Menschen, gibt ja auch Menschen, die zocken zum Beispiel nur Basketball und nichts anderes. Könnte man solche Leute dann als Zocker bezeichnen? Oder ist man ein Zocker, weil man viele verschiedene Spiele spielt? Oder ist man ein Zocker, wenn man nur Call of Duty spielt? Das kann man natürlich auslegen, wie man möchte. Ne? Da möchte ich jetzt hier keinen angreifen oder sonst was. Ne? Ich nenne mich jetzt Zocker, weil ich einfach gerne Spiele zocke, egal was. Einfach, es muss mir Spaß machen. Das ist das Wichtige. Und wenn ich jetzt sage, hey, Horizon finde ich geil, es bockt mich, es flasht mich und dann kommt jemand anderes, der sagt, hey, Mike, das ist so richtig scheiße, Kommerz, das ist scheiße, dann ist das seine Meinung, okay, dann sind wir halt mit Meinungen nicht kompatibel. Ist auch nicht schlimm, ist mir wurscht, aber ich habe trotzdem weiterhin meinen Spaß mit diesem geilen Spiel für mich. Verstehst du? Auch so ein Ding. Gran Turismo auch, hey, ich finde es geil. Viel Schlechtes gelesen, kritikmäßig im Internet. Weiß ich nicht. So viel, wenn ich mal so Kritikdinger lese, ich lese immer nicht lange Kritiken, ne? Deshalb ist es auch so ein Ding, wenn ich mir ein Spiel kaufe, wenn ein Spiel neu rauskommt. Ich gebe nie was auf Kritik von anderen Menschen. Das ist immer, ich habe schon gemerkt, das stimmt einfach nicht mit mir überein. Da kann ich mir kein Bild von machen, ob das Spiel am Ende wirklich gut ist oder nicht. Ich habe keine wirkliche Person, wo ich weiß. Ja, Mirko zum Beispiel, Grüße genauso, wenn der sagt, ein Spiel ist gut, da kann ich mich schon auch so zu 80% drauf verlassen, dass es echt ein gutes Spiel ist, ne? Weil Mirko ist so ein bisschen, ja, wir sind so fast auf der gleichen Längenwelle, weißt du, da kann man sich so ein bisschen, und wem ich jetzt hier Empfehlungen gebe und du kannst da deine Meinung auch irgendwie nachvollziehen und sagst, ja Mike, finde ich auch, ja Mike, finde ich auch, ja Mike, finde ich auch, dann kannst du mir alles glauben, was ich dir erzähle. Kauf einen, unten Videobeschreibung, alles verlinkt. Und ja, Mann. Viel begeben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Boom. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike.